Hallo ihr Lieben, Christian Schemmeier, Paartherapeut, Beziehungscoach und Diplompsychologe und vieles mehr. Meine Arbeit findest du auf liebeschipp.de und ja, wir haben mal wieder Sommerhaus der Stars, ist ja gerade sehr beliebt. Ich habe auch mit der wunderbaren Yvonne Muhlen, die das ja auch viel kommentiert. Wir haben jetzt gerade was zusammen gemacht, super geil. Ich weiß nicht genau, ob ich das vor oder nach dem Video hochlade, aber guckt euch das unbedingt an. Ein Video auf meinem Kanal, ein Video auf ihrem Kanal. Tolle Frau, wirklich hat super Spaß gemacht. Große Meinungsbloggerin und ja, kennt ihr ja bestimmt. Und genau. Ja, aber kommen wir erstmal, sagen wir mal, aus der Stars. Nummer 11, wurde auch gewünscht, dass ich da das mal ein bisschen genauer kommentiere und mache ich auch gerne mal. Wir fangen mal kurz an mit Jana und ihrem Partner. Also ich fand Jana eigentlich echt cool. Ich muss wirklich sagen, habe ich ja letztes Mal schon gesagt, wie die da, ja, irgendwie einen anderen Vibe reinbringt. Und man merkt wirklich, dass sie das auch wirklich ernst meint. Die ist immer so ein bisschen drüber. Also ich meine, ich finde dieses, ach, da so durch den Garten wandeln und es ist jetzt auch nicht so mein Ding. Aber ich fand sie trotzdem cool, dass sie da so einen Vibe reingebracht hat. Ja, ansonsten ja, geht es natürlich wieder um Mike und Michelle. Und ach, das ist schon, das ist einfach skurril, was kann ich, was man sagen soll, das ist einfach so skurril. Gib ich dir. Nur beantwort doch die Frage. Ja, es ist einfach unfassbar, wie er sie wirklich, ich weiß nicht, ob das jetzt nur so geschnitten ist, aber rund um die Uhr belagert und ja, einfach die ganze Zeit zutextet, immer dran ist. Ich weiß gar nicht, wie die das aushält. So. Man muss natürlich sagen, Mike ist immer krass vorne raus, es ist ja nie so hintenrum, es ist immer in the face, seine Grenzen interessieren mich nicht. Und jetzt war halt, okay, ich will mal 10 Minuten meditieren, schauen wir mal, wie gut das klappt. Immer noch 10 Minuten nicht stören, das ist schon Meditation. Ja, es ist einfach, es ist einfach so toxisch und skurril. Ich weiß ja gar nicht, ob die da nicht drüber nachdenken, wie das ist, wenn das so im Fernsehen kommt, ich weiß es nicht. Und also, das ist, man kann gar nicht glauben, dass das so ernst gemeint ist, aber naja, scheinbar ist es so. Kleine Mensch, vergiftet. Ja, hier auch wieder sticheln, hinten rum, also hier ist jetzt schon ein bisschen hinten rum, aber mein Gott, das ist, ich weiß auch nicht, da muss ja so viel Frust in dem stecken und Wut und, oh Mann ey, das, ich weiß, mir tut das schon echt leid irgendwie teilweise, weil das ist, ich weiß nicht, aber gut, es ist, wie es ist. Also für mich ist auch Michelle, sage ich auch ganz ehrlich, kein, nicht was man sich oder so ein Opfer vorstellt. Wie gesagt, er macht alles right in the face, sie akzeptiert das. Sie macht nichts, sie ist nicht an ihn gekettet. Und klar, jeder hat so seine Dynamiken und muss damit leben, muss sie auch, muss er, muss sie. Aber hier kann man wirklich super sehen, ja, die beiden ergänzen sich einfach wie Stecker und Steckdose. Und ja, jeder sollte sich seine Sachen angucken und ich meine, das werden sie bestimmt auch machen, also da will man so, weiß ich nicht, das ist ja schon krasse Sache, wenn das dann so im Fernsehen ist und aber das ist wirklich diese Wut, die da sein muss, ist wirklich krass. Wir gehen da rein, wir nehmen die Vici. Ja, jetzt kommt erstmal wieder die nächste Aufgabe und die ist auch wieder krass. Erstmal wieder ein bisschen, das macht er ja auch wirklich zu gerne, dieses Mansplaining, das ist erstmal wieder ein strammer Spruch. Dann macht der Mann erstmal wieder hier ein paar klare Ansagen, wie es heute läuft. Und wir erinnern uns ja vielleicht dran, dass er, also eigentlich, also ich an die allermeisten Aufgaben, wo ich mich jetzt erinnere, macht sie den Job. Er, weiß ich nicht, kann es nicht, kann da nicht aus dem Auto, ist ja auch okay, aber dann sollte man nicht so eine große Fresse haben. Er hat wirklich so eine große Klappe. Und dann liefert er einfach nicht ab irgendwie so, ne? Außer, ich glaube, ein Spiel haben sie gewonnen, aber da hat sie auch die Chipkarre gefahren irgendwie. Und schauen wir mal, wie es heute läuft. Ruhig zu bleiben, Geschwindigkeit reinzubringen und vor allen Dingen ganz wichtig, miteinander reden. Okay, pass auf. Die Stangen müssen jetzt nach Ruhe. Oben. Sei Ruhe jetzt. Tu mir einen Gefallen und sei jetzt einmal leise. Dann mach auch. Du hörst nicht zu, du wirst hysterisch und ich. Ja, auch das wieder, über diese ständige, also man kann, das ist einfach so absurd, man kann eigentlich gar nichts zu sagen, diese ständige Verdrehung, ich meine, er wird hysterisch, die ist ja total ruhig irgendwie und Gott, das ist einfach so in the face, also das muss man ja auch schon gar nicht mehr kommentieren und er kommt natürlich, ja, wieder keinen Meter hoch irgendwie und aber schimpft die ganze Zeit, sie ist die ganze Zeit schuld, das ist einfach so fucking toxisch, aber ich weiß nicht, es ist irgendwie auch, man muss ja schon fast drüber schmunzeln, das ist einfach so krass. Gesagt habe, du hast nicht zugehört.
Ich kann jetzt eine Stange rausnehmen und kann ein Sag Stück mir welche! Hör auf! Ja. Man spricht aber für sich, kann man eigentlich gar nichts zu sagen. Es ist einfach, wie gesagt, er kommt keinen Meter hoch und wie wir gleich sehen werden, macht sie dann wieder alles alleine und schafft auch ihren Teil der Aufgabe. Und das führt aber nicht dazu, dass sie dann gelobt wird, sondern sie wird dafür abgewertet. Sie ist ja schon die ganzen Folgen so abgestraft, kritisiert. Kriegt nur einen obendrauf irgendwie, muss es nur aushalten. Und ja, wie das aber so, wie das ist, so in toxischen Beziehungen. Einer ist der Tour, einer ist der Lasser und der Lasser, der Pluspol, ja, trägt häufig ganze Beziehung. Ja, warum, wieso, muss er selber hinausfinden. Das sind natürlich, ja, irgendwelche Muster, die man dann wahrscheinlich hat. Aber also, ich muss wirklich sagen, sowas habe ich im Fernsehen irgendwie auch noch nicht gesehen. Klar, in Spielfilmen oder so, aber also, ich meine, es gibt bestimmt noch viel schlimmere toxische Beziehungen, aber das ist einfach so, man muss denen schon fast dankbar sein, das ist einfach so. Ja, und dann holt sie einfach ihr Herz, also lässt sie einfach da stehen, wie auch schon bei dieser Autoaufgabe, macht einfach, wird natürlich trotzdem beschimpft und ja, und klettert da einfach hoch und steckt die, braucht noch nicht mal Stangen, macht das mit den Fingern, also total geschickt, also es ist einfach so eine ungleichgewichtige Beziehung, aber ich meine, man sieht einfach irgendwie auf eine schräge Art, passen die einfach auch zusammen so, ne? Und gut, alle anderen Fragen dazu findet ihr, wie gesagt, in den Videos mit der Yvonne Muhlen, da haben wir auch viel drüber gesprochen. Ja, aber ist irgendwie auch guter Content. Und gut, dann fliegen sie tatsächlich raus. Das andere werde ich jetzt von dieser Folge nicht mehr kommentieren, da geht's halt weiter. Sieht man noch viel, wie andere diese Aufgabe jetzt meistern. Ich glaube, die anderen haben das fast alle geschafft. Und ja, dann kommt noch so ein Klassiker, aber gut, das Spannende war ja das, glaube ich, mit Mike und Michelle und ansonsten ist das Finale ja auch immer so ein bisschen, ja, da fehlt natürlich auch ein bisschen die Dynamik und geht ja auch ziemlich zackig, also habe ich jetzt gar nicht viel zu sagen. Schauen wir mal, ob noch in den letzten ein, zwei Folgen noch irgendwas Nennenswertes passiert und ansonsten, ja, schaut euch mal den Content mit der Yvonne an und wir werden uns bald wiedersehen. Mhm.